Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Oh, ist ja eh quasi noch alles dran. Wundervoll, wir alle kennen ja die Filme, die einem beim Anschauen schon direkt wehtun, dass man mehr oder weniger bei sich selber nachschauen muss, ob die entsprechenden Körperteile eh noch alle intakt sind. Einer dieser Filme ist natürlich der absolute Stephen King-Klassiker Misery, in dem Kathy Bates die wahrscheinlich schlechteste Krankenschwester der Welt gibt, wobei sie mehr oder weniger Konkurrenz bekommt von Monze, nicht dem von Zott, sondern von einem Charakter aus einem spanischen Film aus dem Jahr 2014, der produziert wurde von keinem geringeren als Alex de la Iglesia, aber obwohl sein Name natürlich größer auf dem Cover draufsteht, der quasi spanische Tarantino, mit dem Film mit der Ausnahme seiner Tätigkeit als Produzent relativ wenig zu tun hat. Eigentlich handelt es sich dabei um einen Film von den mehr oder weniger Debütanten Juan Fer Andrés und Esteban Roel, die sich für diesen Film verantwortlich zeigten und das Drehbuch bzw. auch die Regie übernommen haben. Vielleicht hat man von Andrés später noch den Film Pieles, du kannst nicht aus deiner Haut gesehen, bei dem er allerdings nicht Regie geführt hat, sondern nur den Schnitt übernommen hat. Das ist übrigens ein Titel, der auch noch das ein oder andere Mal auftaucht, aber für das Drehbuch haben sich diese beiden Regisseure dann auch noch Unterstützung geholt von Sofia Cuenza, die aktuell gerade die Story beigesteuert, oder 2019, ist schon lang her, die Story beigesteuert hat für den Film Paradise Hills, der dann von Alice Waddington verfilmt wurde und in den Hauptrollen Leute wie Emma Roberts oder Awkwafina oder Mila Jovovich hat. Wow. Was bei dem Film Shrew's Nest vielleicht ganz am Anfang gleich einmal auffällt, ist der Titel. Warte mal, wir kennen doch die Night of the Shrews. Das war doch dieser kleine, putzige Horror-Science-Fiction-Film aus den 50er Jahren. Und tatsächlich heißt der Film auch im Original Musarañas, was übersetzt so viel bedeutet wie Spitzmäuse. Und ja, Shrews sind Spitznamen, Spitzmäuse. Aber wenn man dieses Wort ins Wörterbuch eingibt, dann ist Spitzmäuse mehr oder weniger nur die eine zoologische Bezeichnung, und es gibt auch noch andere Übersetzungen für Shrew, nämlich beispielsweise eines meiner neuen absoluten Lieblingswörter, Giftnudel, als Synonym für eine böse, gehässige Frau, und in dieser Bezeichnung dann auch noch geltend für Kratzbürste, Hausdrache, Fuchtel, Xanthippe, Beißzange, Drachen, Zippe oder auch Ripp, was quasi schwäbisch scheinbar sein soll. Naja, auf jeden Fall wissen wir da, in welche Richtung es geht, nämlich tatsächlich in das Gedankengut des Jahres 1950. Das tut es nämlich eben wirklich, weil die Geschichte von Shrew's Nest spielt auch im Jahr 1950. Wir haben unseren Hauptcharakter namens Monze, die eine streng religiöse Dame ist, die allerdings auch noch auf andere Arten nicht ganz dicht ist. Wie beispielsweise durch ihre Agoraphobie, die bedeutet, dass sie keinen Fuß vor die Tür setzen kann. Sie bleibt also in dieser Wohnung. Etwas, das ihre Schwester nicht so tut. Die fliegt quasi geradeaus. Es ist die kleine Spitzmaus, die sich gleich einmal nach draußen wagt, wo natürlich Monze dann die Angst hat, dass sie von der bösen, sagen wir mal, sittenwidrigen Katze normalisiert wird, würde ich in dem Fall sagen, aber und die kontrolliert natürlich sehr streng, was ihre Schwester da macht, züchtigt sie auch, wenn sie irgendetwas Unzüchtiges macht und macht sich damit nicht sonderlich beliebt. Allerdings, an einem Tag liegt dann plötzlich Hugo Silva vor der Tür, der offensichtlich einen Stock weiter oben wohnt, sich über die Treppe verstessen hat und sich den Fuß gebrochen hat. Und was macht man da natürlich? Man zerrt ihn in die eigene Wohnung, fesselt ihn quasi ans Bett und behandelt ihn. Und das eine, was bei diesem Thriller durch das Agoraphobie-Konzept von Monze ganz besonders interessant ist, ist, dass der Film über 90% der Zeit wirklich nur in dieser einen Wohnung spielt. Und ähnlich wie Misery, nur eigentlich fast noch viel mehr als Misery, handelt sich dabei um ein Kammerspiel, das natürlich von den absolut großartigen Hauptdarstellern getragen wird. Macarena Gomez spielt eben die titelgebende, also die bereits genannte Monze, die beispielsweise bereits im Jahr 2001 in der Rolle der Uxia Cambaro in Dagon von Stuart Gordon aufgetreten ist, die allerdings auch noch als Barbara in Sexy Killer zum Beispiel zu sehen war und gerade erst hier auf meinem Kanal zu Gast war im Blu-ray-Check, weil sie die Maria spielt in dem
dem 2023 von der Bush Media Group veröffentlichten Film Deep Fear. Außerdem hat sie beispielsweise noch im Jahr 2010 in dem Film Neon Flash mitgespielt, der, ich glaube, über Dragon auch in einer Uncut-Fassung im Mediabook veröffentlicht wurde. Die Schwester spielt dann Nadia de Santiago, die zum Beispiel auch bekannt ist als aus Captain aller Trist blutiger Schwur, beziehungsweise hat sie gespielt in als Rose in Road to Hell, ebenfalls ein Titel, der von Nameless im Mediabook veröffentlicht wurde und hier auf meinem Kanal vorgestellt wurde. Und nur weil wir gerade bei einem spanischen Film sind und das bei spanischen Filmen irgendwie immer zum Thema wird, ja, auch sie hat bei einer Fernsehserie mitgespielt. Zwischen 2010 und 2015 in der Serie Amar el Tiempos Revueltos in 970 Folgen. Holy freaking hell. Das ist natürlich etwas, das man bei einigen Darstellern hat, allerdings bei keiner so extrem wie ihr. Erwähnen wir eben beispielsweise noch den Hugo Silva, der zu Beginn seiner Karriere bei 269 Folgen von Asalir de Clase gespielt hat. Allerdings auch diese fast 300 Folgen zwischen 2000 und 2002. Allerdings haben wir auch ihn hier auf meinem Kanal bereits zu Gast gehabt, denn er hat die Hauptrolle des Alex Uloka in The Body, die Leiche, gespielt. Einer der spannendsten und bösesten Krimis, die ich mehr oder weniger jemals gesehen habe. Und da muss man auch sagen, dass die Spanier damals, zu genau dieser Zeit, als die Franzosen mehr oder weniger ihre High Tensions und Insights und Martyrses hatten, haben die Spanier wirklich einige großartige Krimis gemacht und Shrew's Nest gehört da auf jeden Fall mit zu den Besten. Wir haben eben The Body bereits vorgestellt. Eine weitere Empfehlung ist übrigens der Film Sleep Tight, wie ich in meiner Recherche erfahren habe, in dem Luis Tosar mitspielt, der ebenfalls in über 120 anderen Filmen mitgewirkt hat, wo der zum Beispiel empfehlenswert ist, der auch der Montoya in Miami Weiß aus dem Jahr 2006 war. Und nachdem ich immer wieder auch gerne nach skurrilen Filmtiteln suche, hat er auch gespielt in einem Film namens Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden. Kann ich mir vorstellen, ja du, ich war letztens unterwegs mit der Deutschen Bahn, aha, ja, und dann ist der Zug gekommen. Was? Nein! Und der war pünktlich? Na, unmöglich! So eine obskure Geschichte eines Zugreisenden. Dann sehen wir in dem Film Carolina Bang, die beispielsweise als Natalia in Mad Circus mitgespielt hat, genauso übrigens wie Gracia Olayo, die in dem Film dann die Rolle der Sonsoles verkörpert hatte. Aber Olayo hat auch noch einige andere wirklich interessante Rollen, wie beispielsweise, sie war mit dabei in dem Film The Baby's Room, der von EMS geholt wurde in dieser Horror-Anthologie. Sie war auch noch in Ein verpecktes Verbrechen oder 800 Bullets, mehr oder weniger genau in diesen skurrilen, abgedrehten, aber wirklich liebenswerten spanischen Filmchen, die uns EMS damals beschert hat. Außerdem sehen wir Tomás del Estal, der zum Beispiel zu sehen war auch noch in Filmen wie Las Bandidas kann Rache schön sein oder dem zweiten Teil von Che, wo er den General Alfredo Ovando Candia gespielt hat, oder aber auch war er in einer kleinen Rolle als Hombre de Luto in dem Film Beautiful an der Seite von Javier Bardem zu sehen, oder auch in Offenes Geheimnis, Crime Game, Julieta. Wir sehen außerdem noch Magdalena Broto, die als Vecina in Volver zurückkehren von Almodovar zu sehen war. Aber was ich ganz besonders spannend finde, ist eben, dass sich dieser Film auf wenige Schauplätze und auf wenige Charaktere konzentriert und dass demnach natürlich die Qualität von deren Schauspiel beziehungsweise natürlich auch vom Drehbuch ganz besonders relevant ist, denn der Film kann den Zuschauer quasi nicht mit großen Actionsequenzen ein bisschen über ein flaues Drehbuch hinwegtäuschen. Aber glücklicherweise bietet Shrew's Nest doch ein absolut großartiges Drehbuch und schafft es, diese Spannung zwischen diesen Charakteren absolut großartig darzustellen. Auch wenn man sich die ganze Zeit, insbesondere wenn Monze auftritt, immer nur denkt, wie kann man nur so deppert sein, bitte, Alter. Aber wir sehen dann natürlich in Rückblenden einige Dinge, die ihr widerfahren sind, die ich aus spoilertechnisch Gründen natürlich in diesem Film, in diesem Review nicht weiter ausführen möchte, die natürlich ein gewisses Spooky durchaus definitiv erklären würden, Gulp, aber was natürlich ganz besonders interessant ist, gegen Ende finde ich, und das sage ich auch möglichst spoilerfrei, dass der Film dann vielleicht ein bisschen zu viele Horror-Zugeständnisse macht und dabei vielleicht bei der ein oder anderen Szene seine normale Logik ein bisschen
vernachlässigt, was ich dann ein bisschen schade fand, dass der Film dann eben ein bisschen blutiger wird, als er das vielleicht unbedingt sein hätte sollen und seine Story unbedingt für notwendig erachtet hatte und da mehr auf die Schauwerte als dann eben auf die Geschichte und auf die Charaktere legt und damit ein bisschen eben die Glaubwürdigkeit auf der auf der Strecke bleibt. Aber trotzdem, trotz dieser kleinen Momente, wo man sich denkt, das war jetzt nicht so leibend, ist Shrew's Nest ein unglaublich spannender, atmosphärischer, packender, intensiver, vor allem hervorragend gespielter spanischer Film aus dem Jahr 2014, der meiner Meinung nach völlig zu Unrecht irgendwie ein bisschen untergegangen ist bei seiner Veröffentlichung. Immerhin hat der Film ja auch damals bei einigen Filmfestivals abgeräumt und sollte tatsächlich auf jeden Fall für Fans von spannenden Thrillern, insbesondere von charakterbezogenen Kammerspielen, definitiv mindestens einmal gesehen werden. Und deswegen freue ich mich, dass ich das quasi zwangsweise machen durfte. Denn der liebe Aston Martin hat mich für sein Wunsch-Quickie-Review im Mai 2024 dazu gezwungen, mir den Film Shrew's Nest anzuschauen. Ein Zwangsflash, eine Empfehlung, für die ich nachträglich wirklich extrem dankbar bin, weil ich fürchte fast, dass nachdem dieser Film ja mittlerweile weil ich schon 10 Jahre auf dem Buckel hat, ich irgendwie komplett ebenfalls vergessen hätte, dass er überhaupt existiert und ihn ohne Martins Zutun womöglich gar nicht gesehen habe. Und das wäre auf jeden Fall schade gewesen, denn wenn der Film jetzt auch nicht ganz auf derselben Klasse daher schwimmt wie Misery, dank der großartigen Kathy Bates, ist er doch ein durchaus würdiger, sagen wir mal, Nachfolger dazu, mit tollen Charakteren, guten Schauspielern, einer spannenden, interessanten Geschichte und dem ein oder anderen wirklich auch passenden, schmerzhaften Effekt, ist das ein spannender, atmosphärischer, toller Thriller, den ich euch an dieser Stelle auf jeden Fall empfehlen möchte.